und ab. Herzlich willkommen bei der plastikfreien Großfamilie. Schön, dass du eingeschaltet hast. Tja, ne? So Häufchen machen die Hunde, ne? Und wisst ihr, was wir dabei haben? Nichts, was Plastik ist, sondern, schaut mal, Popik. Popik, das Beste, was es gibt, plastikfrei. Plastikfrei, öko und ja, geht ziemlich einfach. Man klappt es auf, schaut mal, steckt es zusammen. Ich mache das geschwind mal und zeige ich euch, wie das funktioniert. Und wie ihr seht, das ist eine Schaufel und dann kann man das so reinschaufeln. Und wenn man das reingeschaufelt hat, man kommt gar nicht in Kontakt. So. Und hier steckt man das hier rein in die Lasche. So. Und dann hat man so ein Päckle. Und das kann man dann wegschmeißen. Was Gute ist, dass da nämlich keine irgendwelche Bäume dafür gefällt werden. Und das wird hier in Deutschland hergestellt. In Behindertenwerkstätten. Ja, hier steht nämlich drauf. Moment, könnt ihr das lesen? Ja. Über 20 Millionen Plastiktüten in Deutschland. Nur für Kunde. Code pro Tag. Pro Tag, ihr Lieben. Ja. Besser ist es plastikfrei mit Popik. Und unserem Hundi gefällt es auch. Habt ihr auch Hunde? Wie heißen eure Hunde? Und was für eine Rasse habt ihr denn? Und was mich noch interessiert, ja, ob ihr schon Alternativen für die Kotbeutel habt. Und welche das sind. Es gibt ja nämlich nochmal eins, aber das ist durchgefallen. Müsst ihr mal gucken in der Playlist. Habe ich nämlich geguckt, einmal von Popik und einmal von einer niederländischen Firma. Aber das ist durchgefallen, weil sie wirklich so nass geworden sind. Und das war so ein Frühstücksbeutel und die Pappe war ganz kaputt, also ist durchgefallen. Und von Popik ist uns noch nie durchgefallen. Egal, wie, ja, was für ein Wetter, ob das geregnet hat oder ob das sonnig war oder wie die Kaka, ne, war. Es hat immer gehalten. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank fürs Liken und Teilen. Und schön, dass du dabei bist. Schön, dass du Schritt für Schritt dich umstellen möchtest. Immer Schritt für Schritt, sag ich immer. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.